Ich eingeschlafen auf dem Teppich? Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Also ich finde, Professor Fig ist echt langsam im Denken. Wir erklären ihm die Zusammenhänge. Und er dann, ja, das ist doof, dass das so passiert. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Ich sehe ja schon die ganze Zeit die Eule mit dem Stein oder diesen Troll. Den hätte ich gern. Aber na gut, neuer Zauber oder Zauberverbesserung oder was auch immer. Die Zauber kann man alle lernen. Oh, das ist ja geil. Kann man dann hier durchrotieren, welche Kombination man miteinander macht. Oh, das wird nice. Oder das ist nice. Wo wenigstens noch einiges zu lernen. So, dann laufen wir mal wieder. Vielleicht entdeckt man das ein oder andere neue. Müssen nach unten. Krieg mal hin. Rebellion. Komm, ich will doch nur was finden. Ich brauche neue EP. Ich möchte mehr freischalten. Ich finde das so schade, dass man sich hier nicht einfach umbringen kann. So, dann gehen wir hier wieder nach drüben. Hat eine Nebenmission hier, nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, ich habe den kurzen Zauberstab, ich kann dir helfen. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Ich hasse sie auch. Tut mir leid, das zu hören, aber ich muss weiter. Das wäre jetzt eine geile Auswahl. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Das klingt super. Einfach mit richtig ekligem Zeug bespritzt zu werden. Das passt perfekt zu Dr. Weasley oder Professor Weasley. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich.
Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Das hätte ich auch gemacht. Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Das ist mein 2. Tag. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Reicht auch. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Ja, okay. Wenn ich vorbeilaufe. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn sie mir sagt, wie viele es sind. Gut, wir laufen jetzt einfach weiter. Wir tun einfach so, als hätten wir sie nie getroffen. Wir finden die schon irgendwann mal durch Zufall. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. An hohen Orten? Ach hier! Das ist einer von Zenobias Boom. Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. 1 von 6. Rivelius. Ich sollte an hohen Orten gucken, wo sie sind. Also wenn wir vorbeilaufen, können wir sie mitnehmen, aber ich würde jetzt nicht aktiv suchen. Da oben wird irgendwo einer drauf sein. Nee. Gerade auf dem Kronleuchter hätte ich einen erwartet. Immer wenn es Bing macht, sieht man irgendwas, aber ich sehe es meistens nicht. Da oben. Ach hier. Yeah. 2. Machen wir jetzt automatisch die Nebenmission? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Oben ist doch einer. Je öfter er es wiederholt, Ihr Handtuch? Da oben ist noch einer. Machen wir es halt fertig. Wenn man da jetzt rückwärts runterfallen würde. Ich weiß nicht, ob das so TÜV-konform ist. Aber wir sind in London. Komm hier was looten? Auf jeden Fall kommen eine Seite hier unten. Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es meine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagerin an den Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Der erste Punkt nach 4 Zeilen. Also die haben wirklich ein Faible für extrem lange Sätze. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unseren Angriff. Ja, okay, komm. Rivelio. Müssen wir jetzt wieder nach unten? Okay. Ich dachte jetzt noch was anderes, aber kann ich hier einfach gleich runterspringen? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, jetzt geht doch mal nach unten. Yeah, wir laufen nach unten, weil es so geil ist. Hallo! Hallo! Schön, Sie zu sehen. Ja, komm. Das finde ich zum Beispiel schon wieder ziemlich schade, dass uns die Minimap genau verrät, wo was ist. Es sollten einfach so Zufallsdinger sein, wo es dann heißt, okay, ey, hier, viel Spaß beim Suchen. Oh, hast nichts gefunden? Schade. Ja, aber so trägt sich ja von einem Stein zum nächsten. Lumos. Ja, das hatte ich vorhin schon mal. Sollten wir irgendwo das grüne Zimmer haben? Von mir aus. Jetzt laufen wir wieder ganz nach oben, weil da oben dann ein Stein ist. Sollte nachsehen. Ich sollte nachsehen, ob ich in der Schule Zenobias Steine finde. Yeah, weiter geht's. Lumos. Nein. Und wieder was gefunden. Handbuchseite eingesnackt. Rivelio.
Sind das jetzt die magischen Treppen hier? Ich sehe immer noch nichts. Ach hier. Wow. Geil. Das sind so Kleinigkeiten, die gefallen mir auch, die ganzen Bilder. Vorhin, sie haben sich schön bewegt, aber hier wollen sie jetzt gerade nicht mehr. Okay, wir haben wieder ein neues Rätsel. Dann enthüllen wir den ganzen Bums mal. Das ist die 2, ne? 1, 2, das sind wir bei 17, da brauchen wir die 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen den Salamander. Die Frage ist bloß, ob der Salamander hier ist oder hinter uns. Salamander. Und das Ganze ist hier nochmal die Hydra, 1, 2, 3, plus 9 sind wir bei 12, brauchen wir die 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen wir diesen komischen Kopf mit den Tentakeln. Jawohl. Mathe-Mann. Klassische Schuluniform mit Schottenmuster. Ein Weihnachtsbaum. Dann können wir jetzt weiterlaufen. Können wir schnell genug laufen, dass wir runterfallen? Nee, ne? So. Hoch geht's denn hier? Ich meine, es stört mich jetzt nicht, aber. Ach hier. Rebellion. Ist auf jeden Fall ganz nach oben. Das ist eine Flamme. Aber ich sehe die hier auch nicht. Die Steine suchen jetzt vielleicht nicht das Schönste, was man machen kann. Ah, Flamme nehmen wir mit. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie... Da oben ist eine Kiste. Das war ein extrem dicker Ritter. Das hier. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten viele Zenobias Steine finde. Die nehmen wir mit. Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Den Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und führten sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Rebellion. Rebellion. Guck mal da oben. So, hier haben wir ein Büchlein. Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirable Garlic. Hufflepuff im... Ja, komm. Hier im Streberraum. Ach, hier. Hier ist eine fette Kiste. Die loot noch. Die Schere Schuluniform mit Blade Karo Buster. Immer auch mit. Will ich jetzt aber gerade nicht lesen. Ich möchte den letzten komischen Stein machen. Das sind gleich Stufe 9. Ding, 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 ding. Ach, hier. Letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Wollen wir uns auch einfach hin teleportieren? Das laufe ich jetzt nicht nochmal. Können wir unsere Hauptmission weitermachen? Träumchen. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Und dann hast du genau dasselbe. Rebellion. Lack hätte wohl nichts dagegen, wenn jemand. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Ja, ich helfe hier allen, ist vollkommen in Ordnung. Ich gebe jetzt bloß noch die Mission ab, dann gehen wir wieder nach oben und... Vielleicht kannst du mir helfen. Nein, vielleicht kannst du mir helfen. Nein, vielleicht kannst du mir helfen. Ich hoffe, wir kriegen dafür Geld. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein. Ja, natürlich. Ich glaube, ich behalte sie. Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was?
Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Ja. Das war nur Spaß. Natürlich kannst du sie haben. Oh, Merlin sei Dank. Du hast mich ganz schön erschreckt. Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Großartige Idee. Da sind sie gleich wieder weg. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Mal eine Belohnung. Was haben wir bekommen? Irgendeine Kugel. Toll. Stufe 9. Oh. Bitches. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wo der Typ war. Revelio. Ich glaube hier lang. Da muss man nochmal nach oben oder nach unten. Und dann müsste hier der Typ gewesen sein. Also eins noch nach oben und dann haben wir die nächste Nebenmission. Geil. Hallo. Kannst du mir helfen? Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja, eine Schatzsuche ist was Feines. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Na, dann geht's mal los. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Wir müssen draußen beim Brunnen. Um Gottes Willen. Das ist ein Bild und zum Skelett. Alles klar. Gesundheit. Meinst du, Elizabeth würde eine Fangzähnige geraten? Revelio. Revelio. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das juckt mich aber nicht. Professor, ich komme später wieder. Ich wollte nur gucken. Natürlich. Einfach getrollt, den jungen Mann. Da oben kommen wir nicht hin. Wir müssen nach unten raus. Okay, krieg mal hin. Müssen weiter nach unten. Müssen weiter nach unten. Da, 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 da. Die Schatzsuche. Ah, ein Nashornskelett. Ja, genau. Ich bin auf der richtigen Spur. Dann war da irgendein komischer Bilderrahmen. Revelio. Der zweite Punkt war draußen. Der war draußen in dem Innenhof. Wo wir vor uns auch die Freude hatten, Sachen zu reparieren. Aber ich habe da jetzt eigentlich nicht wirklich Bock drauf, ehrlich gesagt. Wir können jetzt hier nochmal kurz. Ich will jetzt die Hauptmission weitermachen. Ich musste. Ja, aber. Bibliotheksanbau. Aufträge. Incentio, die würde ich gern verfolgen jetzt. Ich muss einen Feuermachtzauber lernen. Gut, müssen wir die verfolgen. Geh mal hin. Dann laufen wir jetzt wieder nach oben. Ja, mehr als sonst. Oh, wir waren sogar relativ gut. Da oben ist noch was zum Mitnehmen.
Rivelio. Ich glaube, Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung in den dunklen Künsten hängt, ist angeblich eine Trophäe, der Professor, ich weiß nicht, wie man ausspricht, He-Cat, an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilderer-Razzia von 1878 im Alleingang eine der großen Wilderringe im Ost-Race zerschlagen konnte. Sprechen. Okay. Komm, ich bin Feuerzauber. Zeig's mir. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mitgewissen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Nice. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Dann müssen wir jetzt wieder sinnlose Laufaufgabe machen. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ja. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Gekreuzte Stäbe sind nicht so geheim. Besonders nicht mit Professor Fick. Naja, gut. Rivelio. Finden schon irgendwann alles. Sieht schon einfach schön aus, ne? Jetzt nicht super mega krass, aber schon sehr schön. Dann machen wir wieder die tollen Laufaufgaben, weil wir sonst nichts zu tun haben. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie... Ach komm. Wir wären bespannt. Genau, wir wären bespannt. Münzen. Rivelio. Können wir hier nichts machen? Doch, hier. Mal wieder was mitnehmen. Lachan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich... Jeder sollte stolz auf sich sein. Was ist denn das hier Gutes? Handbuchseite! Woo! Karte von... Leck mich! Ich habe wirklich nicht Bock, die ganze Zeit nur zu lesen. Tja, das ist blöd, wenn man untot ist, ne? Das bleibt einem dann nicht erspart. Als ob ich mich hier jemals auskenne. Ich habe jetzt schon Überblick verloren. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Ja. So, nehmen wir mit. 5 von 25. Kann ich was klauen? Wieder was zum Klauen. 41 Münzen. Catching. Da kann ich nicht rein. Okay. Kann ich auch noch. Doch, ich kann rein. Silberne Vier-Augen-Britta. Haben wir die nicht schon? Kann man die gleiche Kleidung immer wieder finden? Ja, ne? Machen wir erstmal den Zauber.